Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Traumas Hand New Blood. Ich habe mir wieder welche Stärken mitgenommen. Ja, und ich bin's wieder, Philipp. Moin. Forschungshilfe. Ja. Starten wir. Hast du Alleingeburt auf Ja zu drücken? Ja, war schwer. Ich hätte mich entscheiden müssen. Das geile Büro wieder. Unser Arbeitszimmer. Arbeitszimmer, OP, slash Computerraum, slash Fernsehraum. But first, let me introduce you to our head of research. Hello, my name is Dr. Gott. Nach so viel Mission kriegst du, kriegst du Dr. Frankenstein auch mal zu sehen. Ja, ne? It's nice to meet you. You must be busy adapting to Caduceus, as well as the newly established team. But the director recommended you to, so I would appreciate your assistance. It's nice to meet you too. It would be our pleasure to help. Good. I'd like you to participate in clinical testing under the supervision of the research lab. Let me remind you that it is the duty of those in the medical field to not only cure patients, but to also research and pioneer new treatments. Doctors and researchers. Ja, ich hab die Heilung in der Hand. Das ist mein Methode, das ist meine Operationsmethode, Behandlungsmethode. Einfach drauf lasern. Ja. Irgendwas geht schon kaputt. I consider myself very fortunate to be able to conduct medical research among them. Ja, der sieht wirklich glücklich aus. That, we now have the assistance of two truly gifted doctors with the healing touch. Oh, the healing touch. Die heilen an schon wieder. I firmly believe that the healing touch. The data we'll be able to collect will be invaluable. Healing touch. That is why I'm so enthusiastic about your surgical skills. You don't have any objections, do you? I appreciate your vote of confidence, even if it is a bit exaggerated. He's a dedicated professional, although he tends to be long-winded. Now then, there's an operation I'd like the two of you to perform. The research you're contributing to will give new hope to heart disease patients everywhere. I'll explain as I show you my lab. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass wieder ein Alarmfall passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Damit ist die künstliche Intelligenz, die die Welt übernehmen wird. Ja. Und sie heißt A1 oder B7. You know how difficult it is to produce significant results when conducting revolutionary research. So abgetrennt, es könnte alles Mögliche sein. Da meinst du rechts, das ganz hinten. Oh, Dr. Cromwell, you have friends with you today. Das ganz hinten, das sehe ich recht wenig, da die immer sehr flott davor sind, die Charaktere. Isabella. Das ist schon wieder eine neue. Ja, wir verkennen alle Deutsch schwer. I'm Dr. Blaylock. Er redet einfach auf Englisch. Noch schwer. Dr. Vaughn. Nice to meet you. Muss nicht. We're partnered with a number of large pharmaceutical companies and medical manufacturers. Oh, die Pharmakonzerne. Tremendous help to us. I hope my looks don't give you the wrong impression about our company. Money is a major player in this industry, and I've been known to play hardball when needed. Humani holds several lucrative pharmaceutical patents and leads the way in regenerative medicine. Is that not interesting? Well, if there's anything I can do for you, just let me know. We have a ganzen Tag das lesen. From Humani on staff as well. Ja, musst du ja auch hauptsächlich. She's a very talented young woman. Und zwischendurch mal 5 Minuten operieren. Great result. She's nearby. Cynthia, can you spare a moment? I'll go get her, Dr. Cromwell. Thank you. I'd appreciate it. The operation that you'll be performing would not be possible without her help. Yes, hey, Dr. Vielleicht Cromwell? Sie das komplizierte... Noch ein neues. Nein, vielleicht kann sie das komplizierte Plasma wegmachen. This is Cynthia Kazakov. She's a beautiful woman, as you can see, and quite brilliant. Cynthia Kazakov? You wouldn't happen to be from Trinity Medical School, would you? Valerie? Valerie Blaylock? Yeah, it's me. Oh, it's me. You became a doctor. Congratulations. Thanks. Wow. Wir haben dich nice gesichtlich beide einen Freund gemocht und die Blonde hat ihn angekriegt und deswegen ist die eine jetzt richtig böse auf die. Das hört sich doch so sarkastisch an. Das ist wunderbar. Ja, ne? Nice to meet you, Doctor. So, you two are old friends. I have a feeling this will be a fruitful partnership. Fruchtbar oder furchtbar, das sehen wir noch. Can you explain to them about the cardiac patch? Oh, jetzt
Oh. Erklär dir jetzt Laster, wie du das ideal draufsetzen kannst. Patienten leid an obliterativer Kardiomyopathie. Was the fuck? Ich weiß nicht, was das ist. Einsätze von Herzmuskeln sollst du machen hier. Ein von Herzmuskeltransplantaten aus frischem Gewebe nötig. Die ist irgendwie ganz schön klein und... Ja, und dünn. Klein und dünn. Oh, 10-jährige. Das sagt sehr viel. Ja, ne? Aber wow. Naja. Her heart functions are deteriorating. If this continues, she'll have a myocardial infarction. Eine Okkusion. That's where the myocardial patch comes in. Das ist... I don't know much about it. It's a form of synthetic membrane, correct? It's a new type of synthetic membrane that uses the whole cell voltage clamp. The membrane itself is elastic and helps the heart move and function. That's amazing. It truly is a miracle of science. Finde ich auch. Man kann es kaum aussprechen. Nothing like a little pressure. I don't mind though. We'll do our best, of course. I can promise you that. Vor allem, da wir diesen Praktikanten ja nicht an das 10-jährige Mädchen ranlassen. So, we'll be applying this myocardial patch by positioning it according to the guide. Is that this operation's objective? Valerie, nehmen wir natürlich, gell? Ja, die hat wenigstens gut operiert. But I have faith in Caduceus and in all of you. Valerie! Ready to begin the operation. Jetzt hat ihr einen Kampfruf reingehauen. Der Eingriff beginnt. Let's begin the operation. We'll be operating on the heart. Please open her. Und wie immer mal erst den Einschnitt. Und jetzt geht's tief rein. Let's confirm the procedure of this operation. Oh. Three areas of occlusion have been located on the heart. We'll apply the myocardium patch to them all. Follow the guide and keep the placement and angle in mind. Länger fürs Lesen als fürs Spielen. If the myocardium patch isn't placed correctly, the patient may undergo cardiac arrest. Oh, das hört sich ja irgendwie kompliziert an. Gel to the occlusion areas. Das hört sich aber auch irgendwie ganz schön tödlich an. The first myocardium patch. Das ist schon mal toll desinfiziert. Ja, ne? Jetzt kommt. Boah, jetzt muss ja wie mal was drehen, ey. So, oh, Lord, mein Gott! Es geht nicht nach vorne! Es geht nicht nach vorne! Achso, ich muss jetzt, glaube ich, defibrieren, sonst. Es geht nicht nach vorne! Spinnen! Nö! Tu ich doch! Alter! Boom! Ja, es ist total schwer. Ich glaube, das hast du recht falsch gemacht. Und? Yay! Hast du gut gemacht. Ja. Ich glaube, jetzt solltest du vielleicht ein bisschen vitalisieren. Obwohl, nee, muss er eh nicht machen. Die wird doch dann eh wieder komplett auf 10 runtergehen, oder? Let's continue the operation. Condition worsens, arrest. Be careful. Here's the next occlusion area. Ein bisschen spritzen, sehr. Gerade spinnt der Ton. Ganz böse. Sie wiederholt sich anlaufend. Ist es weg? Oh Gott, was dann ist jetzt? Ja, Marker. Und? Mal sehen, ob du sie, nochmal umbringst. Ja. Ja. Use the defibrillator to resuscitate her. Batsch. Willst du sie umbringen? Ja, natürlich. Das ist so gemein. Das ist das so pulsiert, dass es voll viel ist. Ja. Da musst du wohl ein bisschen geschickter sein. Da ist noch die eine und wahrscheinlich ist es dann noch schon wieder vorbei. Ist noch schneller, es dreht sich noch oder sowas. Sag, nur weil ihre blöde Herzfrequenz steigt, soll man... Ja, das dreht sich noch! Ideal. Versorgen. Ich glaube, das kriegst du gerade noch so hin. With the myocardium's movement. And her heart rate is returning to normal. She should be all right now.
God, das war einer der schwersten Eingriffe im ganzen Spiel bisher. Ich find's immer noch genial, wie du nur das so wahrnehmen musst. Ja, ne? Ja. Ach, wir müssen, gehen wir drauf, mal ein halbes Kilo oder wie? Ideal. Halb daneben, aber ideal. Klar, daneben ist auch ideal. So, hast ein kleines Mädchen zweimal umgebracht und sie dann doch wieder gerettet. Ich glaub, du kriegst kein A. Ich krieg ein S. Siehste. Praktikant, ey. Ja, ich meine, du hast sie ja nur zweimal umgebracht. Eine makellose. The patch is sure to integrate with the existing tissue. The patient should recover nicely. I think we'll see excellent results, Valerie. I'm glad to hear that. Yeah, I wouldn't mind doing more operations like this one. Nee, nicht wirklich. Markus muss ja nur zugucken, ja? The director has already spoken to us regarding the research on stigma. We're currently in the planning stages. In time, we'll show you what we're capable of. Right, Cynthia? Yes, Dr. Cromwell. Sie guckt ja überzeugend. Ich wollte gerade sagen, sie guckt richtig. Ja, der hat so. Schwere Bürde. 3-4. Nur hier. Auf Episode starten. Büro. Oh Gott. Ich finde es immer noch genial, das Büro der Direktorin ist ja auch minimal groß. Minimal nur. Based on the patient's chart, there's a good chance that it's stigma. Ey, du kriegst gleich ja nicht mal wieder Stigma. Wäre ja mal lustig. Ja, das kommt erst. Hä? So, this is what we're dealing with, hm? Auch ich eh schon wieder. Were taken only a few hours apart. Und er. Look how far the focus is. Der Michael Jackson. Ja. Oh, drastisch gewachsen. Kannst den ganzen Planeten weglasern. The patient will arrive in roughly 3 hours. Vaughn and Blaylock. 3 Stunden müssen jetzt lauern. Das wird was. Oh ja. We'll check the patient's condition upon so, arrival. Let's Play 20 werden wir dann die Operation beginnen. We're treading on unknown territory, so we'd appreciate your support, Dr. Tsuji. I highly doubt that you two will need my help, but I'll get ready nonetheless. Was ist denn an der besser als an uns? Patient's vitals are stable. Blood pressure 110 over 60. Heart rate oh, 60 das ist sicherlich gut. Kann sein. Any case history? She was involved in an accident 2 months ago. Das gab's hier nicht noch. Ja. Used artificial blood for transfusion. Nein. Q-Heem. Q-Heem, was ist das? Q-Heem, was ist das denn? Was ist das denn? Das ist wahrscheinlich eine Firma für Leute. Ja, ich würde sagen, das ein Ding war eine Firma. Ja, was andere? Das war das Produkt, was sie herstellen. Künstliches Blut, Alter. Also, ich schätze mal, es war Blut. Even so, I'm sure our experience with stigma will prove invaluable. Oh, jetzt muss ich gleich wieder alles lasern. Ja, und danach wird das... Neuer, oh Gott, neuer Stigma-Typus. Oh. Zusammen ist er unbekannt. Yay, wir reparieren blind. Ich wollte gerade sagen, bis jetzt ist er unbekannt. Gleich kommt die Information dafür. According to the test results, this stigma is completely different from the one we saw before. Ja, das erklärt schon einiges. Jetzt kommt mit anderen. Er ist größer und braucht noch mehr Laser. Ganz Laser. Oh, erdenklich und schrecklich und Albtraum. Also, dass du wirklich mit blind operieren, das wär's doch. If we can find an attack, oh, blind in den Menschen rumlasern, das macht sicherlich Spaß. A core. Now that you mention it, there was something in the report about that. That's right. We saw something like a core when we were operating on Professor Wilkins. I'm surprised you remember, Marcus. Call it a hunch. A hunch? Well, at least we have some hope of defeating it now. I'll be praying that I don't. Wenig Hoffnung, das ist ja toll. It's haunting me. Er hat keinen Bock zu arbeiten. Wherever I go. Dr. Vaughn. It's nothing. Das sind ja richtig gute Voraussetzungen für eine tolle Operation. Ich meine, den Praktikant. Erstmal, ja, welchen Praktikant ist eher die Frage? Wir nehmen Markus. Okay, let's begin. Vielleicht wird ja nach der Operation wieder der komplette Haus in die Luft gesprengt. Ja, ne?
The exact nature of the stigma and the types of damage it is Alter, capable of are du schneidest selber komplett auf. Ich schneide den kompletten Körper ab und dann muss ich neue Samen nehmen. So, mit 5 Fäden, zack, 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 fertig. Ja, zack, 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 ganzer Körper wieder in Ordnung. Ja. Ja, das ist wirklich ein bisschen größer als zuvor. Ja, Laser. Sicher Laser! We can't do anything to it since the core has enveloped itself within the surrounding cellular tissue. The tissue itself looks highly viscous. Let's try draining it. Abzusaugen. Das ist auf jeden Fall viskos. Good job. The amount of cellular tissue around the core has decreased. Okay, das wäre jetzt unerwartet. Ich muss wahrscheinlich 5-mal absaugen, einmal weglesen und dann geht's wieder nach Hause. Laser. Laser! Alter, Tumore muss man gleich mal mit Lasern abmachen? So. Oh. The core has been exposed. Use the laser to incinerate it. Laser, siehst du? Nur größer mit Laser. Du machst jetzt eine Menge Laser. Das war sehr herausfordernd bis jetzt. Oh ja. Gib mir noch ein bisschen Vitalsprit. The core is being covered by tissue again. Please drain it. Laser. Laser. Du willst doch nur Laser, zieh schneller. Saug! Saug, du Saug, du Sch... Stück. Oh, Stück. Wow. Stirb! Mein Lieber, die Kitten... Oh, mein Lieber hat vibriert wie nichts anderes. Das ist nachher erstmal ein Krampf in der Hand. Oh. Das ist so anspruchsvoll. Ah, komm her. Vor allem ist das sehr... alles gleich, wa? Mhm. Ja, vielleicht explodiert der Kern ja jetzt. Wahrscheinlich. Kaboom. Da ist wieder Krebs. Ding. Ich leder dich zu Tode. Boom. Mach Boom. Irgendwie sah das Ding mal vorher ein bisschen fantasievoller aus. Wow. Did it split up? Ja, oh, jetzt wird's aber gigantisch. Jetzt kommt ein Multisauging. Warum ist hier ein Tumor? Der Tumor wird immer größer. Oh, nee. Das hat aber mal richtig was zu tun hier. Kern, stirb. Wow. Au, ich glaube, das ist egal. Au. Ich glaube, das überlebt ihn nicht lange. Use the laser to soften it up. Now we can use the scalpel to detach it. Oh, verdammt, ich will nicht Game Over gehen. Lass ja auf. Nein. Was machst du da? Das ist der Stern. Nein, die Klinio. Nein! Halt, ihr habt Leben! Geht nicht mehr! Nein! Ich dachte, ich krieg niemand C für. Nein! Boom. Ich geforscht immer mal erneut! Du siehst kein Game Over, es gibt kein Game Nein. Over. Nein! Ich fang einfach nochmal neu an. Ja, jetzt habt ihr nicht gesehen, das war alles noch. Oh, ich spiel so. Upsala, das auch. Er muss ja auch zu jetzt schneidest du ja schon den Arm ab. Oh, jetzt kommt die richtige Aufnahme. Wir wollen auch mal zeigen, was passiert, wenn man was verliert. Ja, ne? Überspringen wir mal den Text, den haben wir schon alles gelesen hier. Nein, haben wir nicht. Übersetzt, man drückt einfach einmal auf der Leertaste oder im Wie-Fall auf irgendeine andere Taste, die es da gibt. Minus. Minus, danke. Und dann läuft das. Edgiel, ich will die Spritze da. The core is being covered by the tissue again. Is this a tumor? Let's burn it with the laser. Saug du. Ja. Der Tumor hat dich ja letztes Mal umgebracht. Ja. Der Tumor wird mit dem Laser weggebrannt.
There is still tissue left inside the patient. Please drain it. Ja, erstmal ich das wegmachen, dann mach ich's absaugen. Und schau schnell, bevor es sich zerhärtet, weil sonst bringt es dich wieder um. Ach, reiz nur einmal. Bam. Bam. Das war Reaktionsvermögen. Bam. 23 Combo. Du bist immer gigantischer. Ja. Boom. Tot ist kaputt. Es. Just a little more. Geh, spritz. Jetzt kommt wieder das Double. Did it split up? The core has to be in one of them. Use the drain to find it. Oh, yes, it is. More of the tissue has been created. Drain it immediately. Saugen! Schneller! So sieht das schon viel besser aus. Ey! Ist er schon tot. Es ist weg! Oh, jetzt hat sich's versteckt. Oh. Jetzt kommt das ultimative Gewebe. Schon so eine bedrohliche Farbe. Geh kaputt! Ich lese dich zu Tode, stirb! Yay! Yay! Schneller, saug! Sollst du nicht die Leber weg? Sollst du nicht die Leber wegsaugen? Ich schätze einfach mal das, wie ich das den Tumor gebracht hat, ist der Kern. Wegsaugen! Ist wieder verpisst. Nee. Komm, ja. Hör auf. Es ist. Ich glaube irgendwie, dass du das nicht mehr schaffst. Ja, es ist irre lang, ey. So. Lese ich mal weg. Vielleicht kommen drei Stück oder sowas. Besiegt. Siehst du, besiegt. Das ist gut. Yay. Yay, und? Aua. Mach mal. Sagen jetzt, mach's mal wieder ideal. Kilo geht. Ja, komm, reicht jetzt. Und, ideales Laster. Läuft. Was hab ich dir gesagt? Es ist einfach noch größer und mehr Laser. Great work, everyone. Eine Menge gelasert und schon hat's geklappt. Eingriff geglückt. Jetzt hoffen wir mal, dass es kein C ist. 100 Pro. Das letzte Mal war ja eher ein D. 5-mal verhärtet. Siehste! Oh. Ich hab keinen Fehler gemacht, ne? Stigma's mobility far exceeded our expectations. You all did a great job treating it. I'm glad you're with us. Would you expect any less from Caduceus' own special disease counteraction team? Genau, sie Patient wird einfach nur einmal gestorben, aber ich habe Restart gedrückt. We'll hold a conference on this case. Ja, und du hast das Mädchen zweimal umgebracht, obwohl das nicht mal ein gefährlich schwerer Fall war. Die hat ihn angesprochen, ich hab's getötet, Chat. Your report will also be forwarded to Health and Human Services. So please getötet. Nochmal bitte. Give me a star mark for Jill, and I'll crank it out. Dann läuft. Good. Ah ja, der fängt den Tag gut an. You know, there was no way we could have anticipated Stigma's metamorphosis. I was amazed at how well you adapted. I know you have the healing mit touch. Mit Stigma, der wohl Stigma, oder? So. I guess I'm just lucky. Ta-da! Und
3-5 habt. Immer noch nicht ins vierten Kapitel. Nein. Innere Sicherheit werden wir jetzt im zweiten. Nee, ach Quatsch, im zweiten Part. Im nächsten Part weitermachen. Und daher dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.